Heute mal wieder ein reines Verkaufsvideo. Es sind wieder ein paar Sachen fertig geworden. Und die meiste Nachfrage in letzter Zeit war nach den Reed-Step-Ups gewesen. Oder ich soll ja dem Nico nach jetzt Zungenschalter sagen. Okay, also jetzt mal die Zungenschalter. Step-Up heißt dann übersetzt Hochstufen Aufsteigungs Transformatoren. Naja, jedenfalls die Dinger, die aus wenig Spannung viel Spannung machen, sodass man zumindest Lampen ziemlich effektiv damit betreiben kann, LEDs. Das haben wir jetzt mal ein bisschen erweitert, hier noch mit einem extra Schalter dran, dass man umschalten kann, ob wir jetzt das Plasma hier drin beobachten will, im Reed-Switch, Zungenschalter, Entschuldigung. Oder ob man dann hier auf die Lampe umschalten möchte. Na. Und dann ist hier vorne nichts mehr, aber dafür ist dann hier ordentlich Licht. Ja? Ich denke mal, dass die anderen Videos davon kennt ihr schon halbwegs. Das war eines der ersten Versionen gewesen. Hier ein Nickel-Metall-Hydrid-Akku. Könnt ihr dann einfach hier vom Plus und Minus weggehen und ein paar Strippen in euer Ladegerät ziehen, dass ihr wieder aufladen könnt, falls er mal alle ist. Aber ja, hat ganz gut gehalten, das Teil seither. Kann nicht meckern. Hier, der Kondensator ist eventuell ein bisschen überdimensioniert, da muss ich nochmal warnen. Also, es ist jetzt so angeschlossen, die Lampen sind immer dran. Der Schalter schaltet hier den Kondi komplett weg, dass man das Plasma hier beobachten kann, da besteht dann keine Gefahr. Aber trotzdem aufpassen, ne? Also mit bis 385 Volt kriegt man da eventuell nicht voll, aber trotzdem, das Ding, das kann schon einen ganz schön wohin befördern, sagen wir es mal so. Als Lampe benutzen, als was anderes, ist es auch nicht konzipiert von mir aus. Wer es dann von selber umbaut, das ist dann sein Ding. So. Ach ja, und was Lustiges hierbei noch, habe ich vorhin auch was rausgefunden, wenn man die Lampe wegschaltet und jetzt eigentlich wieder hier das Plasma drin beobachten kann, ne? Wenn man das jetzt mal rumdreht und einschaltet, jetzt leuchtet der Kondi noch ein bisschen nach, seht ihr, da ist nur hier in dem obersten Drittel was los. Das habe ich vorher so noch gar nicht rausgefunden, also der das dann bekommt, der kann dann ruhig an der Stelle weiter forschen. Warum dann die LEDs etwas blinken? Ja, ich wünsche demjenigen viel Spaß damit. Jetzt verlässt das Segelohrenbob-Labor. Eine Kristallzelle? Das sind viele... Ah, wo sieht man es denn überhaupt? Von hinten sieht man es... Ja, sieht ein bisschen kristallmäßig aus, außenrum ist Heißkleber, soll ein bisschen elastisch sein, weil wenn man die lädt, dann könnte es schon sein, dass die sich in etwas aufbläht, aber normalerweise nicht, also nur wenn man es überlädt und dann außer Sicht lässt. Ja, Kristallzelle, verschiedene mehrere Platten aus alten Batterien, dann Alaun und Bittersalz, also Epsom-Salz, MgSO4 oder SO7, die genaue Formel muss ich dann nochmal raussuchen. Jedenfalls das, wenn das Alaun dann grün wird. Ja, da habe ich am Anfang, als ich die gegossen habe, konnte ich die absolut überhaupt nicht laden, habe sie einfach in die Ecke gepfiffen und habe mir gedacht, na gut, dann nimmst du halt als Anschauungsobjekt, sieht zumindest schön aus. Und dann nach einer Woche ungefähr, noch ein bisschen Wasser drauf getröpfelt. Und auf einmal konnte ich die besser laden als alle anderen. Also ich war echt verblüfft gewesen. Hier oben ist dann der Einfüllstutzen zum Nachwässern, falls man austrocknen sollte. Mal ganz unvoreingenommen, was sagst du dazu? Doch! Ja, was würdest du jetzt sagen, wenn man sagen würde, hier, man kann sich so ein Ding, keine Angst, das Gesicht komplett betraut, man kann so ein Ding sich einfach selbst basteln. Ne? Aus einer komplett alten, toten Batterie, ein bisschen Salz, ein bisschen Lötkolben brauchen wir, die paar Einzelteile ist Fengkram, das kriegt man alles. Hier vorne ein kleiner Magnet, da eine kleine Spule, hier ein kleiner Zungenschalter.
Ja, und dann hier oben ist der Einschalter übrigens. Und dann kann man, das sind 2 Volt macht die Batterie. Und die Lampe, die leuchtet mit, ich glaube, die ist für 9 Volt oder so ausgelegt, aber mit urigsten Milliampere. Und die macht ordentlich hell, ne? Und wie lange? Also ich habe es näher ausgekriegt. Ich habe bestimmt aber, naja, 2-3 Minuten habe ich drauf gedrückt am Stück. Mein Langzeittest. Ja. Machen wir die dann bitte aus. Ja. Kann man schon ein bisschen was sehen, oder? Ja. Wie lange hast du dann gearbeitet? Insgesamt. Also bestimmt. Also bevor du es entwickelt hast, jetzt muss man den Zusammenbau. Also 48 Stunden ist nicht untertrieben. Also da war ich bestimmt 2 Wochen drüber gewesen. Also erstmal ungefähr 3-4 Tage an der Zelle. Ne, Batterie aufsägen und das rausholen, Alaun kochen, einfüllen, Batterie nochmal aufkochen, zusehen, dass auch alles passt, dann die ganzen Anschlüsse ranlöten, dann auch erstmal eine Woche stehen lassen und mal wieder kontrollieren, was damit ist. Ja, kommt ja dann wieder auf die Sache, lohnt sich der zeitliche Aspekt dafür, ne? Also ja, momentan ist es ein Unikat, es ist ja ein Prototyp, ne? Und schön. Wenn ich jetzt sowas nachmachen müsste, würde ich sagen, bräuchte ich, ja, 8 Stunden brauchen wir schon. 8 Stunden ist man schon drüber. Ja. Doch. Wenn man schön nacheinander wegarbeitet. Wer es schneller schafft, immer her damit. Aber ja, das würde ich so als Zeitangabe sehen. 8 Stunden. Wo das dann halt alles noch ein bisschen schöner verpackt, dann ist das alles. Ja, man kann ja noch irgendwelche Augen draufkleben oder so. Mal gucken. Aber so dafür, dass man es sich komplett selbst basteln kann. Ne? Das ist nichts wie die kleinen bisschen LED-Lichter, die wir die ganze Zeit hatten. Das ist schon ein bisschen mehr. Schönes Gadget. Okay, das Statement vom Nachbarn. Ja, das war das Statement. Ach ja, hier, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Hier habe ich jetzt in den Zungenschalter. Ihr seht's, ne? Der geht jetzt durch die Spule durch. Hier vorne, das ist ein Magnet, dieses viereckige Ding. Und an der richtigen Position wird nichts heiß. Hier gibt es eine kurze Anleitung noch mit dazu, wie ich die jetzt immer geladen habe. Was ihr dann noch rausfindet, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Meine Methode ist bestimmt nicht die letzte Art und Weise, wie man Batterien laden kann. Ja, und last but not least haben wir uns mal gedacht, bauen wir mal einen USB-Zungenschalter, Hochtransformator. Ja, hier noch nach alter Ausführung, da ist der Read Switch noch an der Außenseite dran, aber die Spule hier ist für, ne, 4 bis 5 Volt ausgelegt und hier an der Seite, da gibt es dann einen Chinch-Stecker mit dazu, der ist jetzt hier an eine 220 Volt Lampe angeschlossen zur Demonstration und das gibt es jetzt noch als letztes. Genau. Da ist es drin. So, das ist jetzt eine LED-Lampe für, ja, hier steht 40 mA drauf, irgendwas, ich glaube 5 Watt oder sowas. Ne? Der Action for Free kennt die, ne? Die haben wir partout nicht zum Laufen bekommen. Ich glaube auch mit Schultief haben wir es probiert. Ne? Das heißt, mit Schultief wollte die partout irgendwie nicht starten. Gucken wir mal.
muss man dann hier einen optimalen Punkt halten und mit irgendwas fixieren. Ne? Den Magneten gibt es mir dazu. Und würde ich jetzt die Lampe direkt anschließen, ohne dieses Vorschaltgedöns, ne, dann würde die konstant nonstop leuchten. Mit 5 Volt USB und ein paar 100 mA. Gut. Jetzt haben wir die Lampe mal aufgesägt. So schaut es jetzt aus hier. Das ist direkt nur die LED dran. Also mit 7,2 Volt direkt habe ich es gerade mal probiert. Da leuchtet sie ein bisschen. Ich glaube, die ist so für 12 Volt ausgelegt, original. Und hier mit diesem Teil davor, ne, also so wie das hier aussah, ist es ja pulsierend richtig schön, richtig schöne Strompakete hat es rausgehauen, muss man so sagen. Ich glaube, mit dem Ding kann man dann gut Batterien laden. Das haue ich mal nicht weg. Ne, das kann ich, mal gucken, ob es überhaupt geht. Ich rede hier die ganze Zeit. Das sieht gut aus, ne? Ja, also müsst ihr zu Hause dann nur den Magneten in der richtigen Position positionieren. Ja, heller. Könnt ihr auch ein bisschen dimmen so dann. Mhm. Nicht zu nah rankommen, dass er keinen Nonstop-Kurzschluss macht, ne? Ja, und dann funktioniert das. Jetzt habe ich mich entschieden, das von USB zu hoher Spannung Set, wollen wir es mal so ausdrücken, das kriegt ihr mit vorgefertigter 5 Watt, also so wie es hier drauf steht, 5 Watt sieht so aus dem Netz, ne? Aber hier Hochleistungs-LED drin, die könnt ihr direkt damit betreiben. Hier ist das Universal-Adapterkabel mit Lüsterklemme, da könnt ihr dann reinstöpseln, was ihr wollt. Hier, das liefere ich euch auch mal mit. Da löte ich euch dann hier noch zwei Anschlüsse ran. Könnt ihr mal gucken, ob ihr damit Batterien laden könnt. Das probiere ich jetzt mal nicht. Müsste eigentlich theoretisch gehen. Und dann gibt es hier noch. Gebe ich das wirklich mit dazu? Ne, das ist dann Schock. Ne, ihr kriegt keinen Schock. Nee, das ist nicht lebensgefährlich. Passieren tut da nichts. Und dann gibt es hier noch ein 5 Meter langes Kabel mit so einer LED-Lampe drauf. Das sieht dann folgendermaßen aus. Hier muss man dann mit dem Magnet, mit der roten Seite, dann an die richtige Stelle. Jawohl. So, und dann könnt ihr euch das Licht irgendwo in die Wohnung hin verlegen, wo ihr wollt. Ne, und könnt dann mit USB, hier geht es jetzt rein, mit USB 12 Volt Lampen betreiben. Ein bisschen dimmen, weniger, heller. Ja, kommt dann drauf an, wo ein Read-Switch hin tut. Und funktioniert bis jetzt ganz gut. Also ein einziges Mal hat es mir hier dieses Gerät rausgehauen. Als ich dann nochmal gestartet habe, hat es wieder funktioniert. Ich würde jetzt mal raten, mal so einen Zwischenadapter zu nehmen. Also wäre es ein allerneuesten Laptop. Eigentlich müssten die Ausgänge abgesichert sein. 500 mA müsste reichen normalerweise. Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, warum es da was durchfetzen sollte. Selbst wenn es hier dann im Kurzschluss ist und man zu nah rankommt, ja, geht's halt aus, ne? Aber sonst tut sich da nichts am USB. Die Speisegereiste reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Gehüpft, grübel über dies und das, ja, und auf einmal kommt er angesaust und feilt mich. Eben noch ein Leprakranker mit einem Gewerbe, im nächsten Moment war ich arbeitslos. Er hat mich nicht mehr gefragt, ob er dafür sagte, nur du bist geheilt, Kumpel. Verdammter Wohltäter.